Ich weiß das, Sir, aber bitte bedenken Sie, was das für verheerende Auswirkungen auf die Moral der amerikanischen Teenager haben könnte. Nein, ich möchte damit nicht andeuten, dass der Junge vom Militär drücken möchte. Es ist nur... Nein, ich versuche auch nicht. Nun, es schien mir nur... 2 Wochen von heute an in der Einberufungsbehörde. Er wird dort sein. Oh, Rosie, Gott sei Dank bist du da. Dies ist das Ende der Almelo Musikgesellschaft. Conrad Birdie muss zum Militärdienst. Und seine treuergebende Sekretärin reicht hiermit ihre Kündigung ein. Was? Ich bin nur kurz hereingeschneit, um dir lebwohl zu sagen, Albert. Darling, viel Glück. Rose, nein, das kannst du mir nicht antun. Ausgerechnet heute. Meine Tabletten. Wo sind meine Tabletten? Die kleinen weißen, die ich immer nehme, wenn ich überspannt bin. Hier, Albert. Keine ganze. Brich sie in zwei. Albert, du bist 33 Jahre alt. Du kannst mich eine ganze Aspirin nehmen. Ich bin keineswegs 33 Jahre alt. Ich bin noch weit davon entfernt, 33 zu sein. 33 werde ich erst morgen. Wasser! Wie auch immer, Albert, es ist zwecklos. Ich habe mich entschieden. 8 Jahre arbeite ich nun für Almelo. Und wofür? 1954 bekam ich eine 5 $ Gehaltserhöhung und letzte Weihnachten eine Flasche Parfum. Ganz nach der alten Regel. Du kannst dir alles versprechen, aber schenk ihr Parfum. Aber doch nicht nur 5 ml. Und außerdem möchte ich mehr als das. Rosie, falls du auf eine festere Bindung zwischen uns anspielst, muss ich dir sagen, dass ich noch nicht dazu bereit bin. Und außerdem trennen uns religiöse Unterschiede. Spanisch ist keine Religion. Und solltest du eine Beteiligung an der Gesellschaft im Auge haben, lautet auch hier meine Antwort, nein. Almelo bin ich, Mama und Lou. Und jede kleinste Veränderung würde diese wundervolle Frau, die mich zur Welt brachte, auf der Stelle töten. Albert, nichts könnte deine Mutter töten. Und außer vielleicht eine Kanonenkugel. Und den armen alten Lou werde ich auch nicht fallen lassen. Er hat dich geliebt, Rose. Ich liebte Lou auch. Er war warmherzig, er war loyal und er war liebenswert. Aber er starb schon vor 6 Jahren. Und ganz nebenbei, er war ein Drahthaar-Terrier. Und solltest du jetzt mit der Sache loslegen, von der ich denke, dass du damit loslegen wirst, muss ich dir sagen, dass ich nicht in der Stimmung bin, damit loszulegen. Albert, ich werde mit gar nichts loslegen. Aber Conrad Birdie muss zum Militär. Ich habe soeben gekündigt, also wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Firma an den Nagel zu hängen, zurück zur Universität zu gehen, um dort... Rosie, ich stecke bis über beide Ohren in Schulden. Conrad hat einen Vorschuss von $50.000 zu bekommen, den ich nicht zahlen kann. Und außerdem habe ich gerade eine gehörige Überdosis Aspirin zu mir genommen. Albert, das ist vielleicht deine letzte Chance. Hör mir gefälligst zu. Lass ihn doch zur Armee gehen, das ist wirklich nicht so schlimm. Es ergibt sogar noch Sinn, sieh's als Neubeginn. Albert, Albert, Albert. Damals sagtest du mir immer, das hier dauert nur ein Jahr. Steh mir Beine für ein Jahr, es sind 8 schon, Albert. 8 Jahre, Albert. Rosie, es braucht Zeit, so etwas aufzubauen. Das ist doch nur ein Hobby, hast du gesagt. Nur mal schnell was verdienen, hast du gesagt. Dann geht's wieder zur Uni, ganz und verzagt. Anstatt bloß immer zu toben als Tyrann, wärst du längst ein gemachter Mann. Du wärst da. Nein, Rosie, sag es nicht. Ein Englisch. Rosie. Und außerdem schrieb er Gedichte. Rosie. Und im Jahrbuch der New York University von 1954 stand unter Albert Petersons Lieblingsbuch, das weißt du doch noch, oder? Betty und ihre Schwestern. Meine Karriere im Showgeschäft ist beendet. Ein Englisch nicht.
73, 74, was ist das? Etwas, was diesen Zeitpunkt um ein paar Jahre vorverlegen wird. Zieh einen Namen. Wie, zieh einen Namen? Also werde ich es für dich tun. McAfee, Kim McAfee, 15 Jahre alt, Schriftführerin und Präsidentin des 2748. Conrad Birdie Fanclubs in Sweet Apple, Ohio. Mary, würden Sie mich bitte mit Sweet Apple, Ohio verbinden? Die Nummer ist Capital 778020. Rufen Sie mich bitte gleich zurück. Was geht hier vor? Wer ist diese Kim, wie auch immer ihr Name ist? Albert, Kim McAfee ist die Person, die dich mit dem größten Hit, den das Showgeschäft jemals gesehen hat, zurück zur Universität bringen wird. Er heißt Ein letzter Kuss. Kenne ich nicht. Du hast ihn ja auch noch nicht geschrieben. Aber wenn du ihn gleich schreibst und dieser letzte Kuss Conrad Birdies von einem seiner größten Fans gegeben wird, ein Fan, der rein zufällig aus 1.200.000 hysterischer Teenager gezogen wurde, dann macht dieser Superhit Mr. Birdie zum heißesten Soldaten seit der Jungfrau von Orleans. Ich verstehe. Wir nehmen die Platte hier in New York auf. Schleifen diesen schmierigen, bongo-spielenden Autodieb nach Sweet Apple. Lassen ihn das Mädchen küssen. Und verkaufen dann seine Single. Und mit dem restlichen Geld kannst du bis zu deinem Lebensende studieren gehen. Das ist wundervoll, Rose. Und ich verspreche dir, sobald die ganze Sache über die Bühne ist, gibt es nur noch uns zwei. Ich werde eine Stelle als Englischlehrer bekommen. Ein letzter Schluss. Schluss. Kuss. Das reimt sich. Das wohl schon jemand vor mir verwendet hat. Noch ein letzter Kuss. Dann ist wirklich Schluss. Ja, dies ist mein Beschluss. Nein, das klingt doch zu politisch. Ein Englischlehrer, ein Englischlehrer, viel. Jeder in diesem Sweet Apple telefonieren. Kim McAfee, habt ihr jetzt was mit wem? Egal, Mary, versuchen Sie es einfach weiter.